Jo, guten Morgen. So, ich bin da in Imst am Campingplatz. Hätte mal ein bisschen verschlafen. Es ist schon 7 Uhr. Aber ich bin eh gleich fertig mit zum Rahmen. Ja, jetzt fahren wir oben nach Südtirol. Das geht es einmal da rauf. Durchs Inntal nach Landeck. Dann weiter über Reschenpass. Aber wie immer nehme ich euch eh mit. So, jetzt werde ich da wieder alles fertig zum Packen. Nachher melde ich mich wieder. Jetzt rolle ich einmal runter ins Inntal, da in Imst. Da links geht es nach Innsbruck und ins Ötztal und ins Spitztal gleich einmal da. Und ich fahre da rechts nach Landeck. Ich glaube, Landeck sind so 20, 25 Kilometer, wenn überhaupt. Und da gehen wir noch einen Kaffee trinken. Falls wir ihn finden. Ja, das ist jetzt der Inn. Der fließt da oben über Kufstein. Also Innsbruck, Kufstein, da rauf durch Bayern bis Passau. Und dort in die Donau. Und da kommt er her. Aus dem Engadin in der Schweiz. So. Und den Inn, den verfolgen wir heute. Bis in die Schweiz. Schön ist doch. Zwei müssen meine Ärmel ausziehen von der Hosen. Gestern war es relativ kalt zum Fahren. Bin ich langärmelig unterwegs gewesen.
bin ich in Zamps. Der Fluss, das ist die Sana, die kommt da aus dem Stanzatol. Da geht es Richtung Arlbergfoss oder Galtür, kann man da fahren. Und da hinten mündet sie dann in den Inn, die Sana. Die fahren jetzt so weiter Inn aufwärts Richtung Landeck. So, Landeck ist auch schon wieder hinter mir. Vom Radlweg aus sieht man nicht viel und in die Stadt rein fahre ich nicht extra. Da oben ist die Burg. Da geht es jetzt weiter. Richtung, was haben wir als nächstes? Ruth, Dösens und so weiter. So, jetzt bin ich in Brutz. Da gibt es jetzt ein Einkaufsgeschäft, da wäre ein bisschen eine Jauselen kaufen und dann gibt es wieder was zum Jauselen. So, ich fahre jetzt von Brutz raus wieder. Dann drücke ich mich mal an. Thank you.
So, jetzt bin ich in Tösens und jetzt geht's Richtung Pfunz. Jetzt mit Rückenwind in die Schweiz. Vorne ist jetzt die Cajetansbrücke. Die schauen wir uns an und dann fahren wir runter durch. Ja, die Straßen da auf dem Finstminsterpass hat übrigens der Karl Ritter von Gega entworfen. Das war der gleiche, der was die Semmeringbahn gebaut hat. Ja, weil das ist nämlich auch so Felsen und Tunnel und eng und so weiter. Ich bin inzwischen in der Schweiz da. Da ist jetzt aufgegangen, jetzt geht es auf der einen Seite mit runter nach Martinsbruck oder Martina. So 4,5 Kilometer glaube ich. Und gegenüber geht der Finstminsterpass da rauf. Da darf man eben mit dem Radl nicht fahren, das war immer schön. Aber es sind nicht viele Autos. So. Dann fahren wir oben nach Martina. Ich bin jetzt schon bei der Kehre 11. So schnell geht das. Die Zellen verkehrt, das heißt,
Die unterste ist die 11. und die oberste ist noch die 1. da. Was praktisch ist zum Wasser, es gibt nur 11. So, das heißt, hier war es die 1. Aber es geht relativ flach auf. 6 Kilometer bis zur Arbeitshöhe. Also fahren wir gemütlich hoch und nachher kommen wir bestimmt irgendwann an. So, da, geschafft. Jetzt bin ich auf der Arbeitshöhe. Auf 1405 Meter. Jetzt geht es da wieder oben, nach Nauders. Da gehen wir mal jetzt einen Kaffee trinken oder einen Radler. Und dann geht es hinten auf, weiter noch ein bisschen auf dem Reschenpass. Dann sind wir in Italien. Reschenpass für Radlfahrer. 1500 irgendwas. So, jetzt bin ich da rum, jetzt kommt der Reschensee. Übrigens, interessant ist, dass die Staatsgrenze nicht die Passhöhe ist, das ist viel früher. Ja, jetzt geht es da einen Reschensee entlang, das ist ein Stausee mit der berühmten Kirche in Kraun, die was da wo nach der Turm ausschaut. St. Katharina haben sie geflutet für den Stausee. Kommen wir auch noch vorbei. So, dann fahren wir mal weiter. Jetzt geht es viel abwärts. Da herum ist auch die Quelle von der Etsch. Das ist der Fluss, den muss man jetzt am Folgen bis Bozen. Ja, heute sehen wir Südtirols höchsten Berg da. Der Ortler. ...3899 Meter hoch. Also höher wie der Großglockner. So, jetzt sind wir auf der Mauer vom Reschenstausee. Der See ist ziemlich leer, wie es ausschaut. Jetzt fahren wir da oben zum kleinen See, zum Heidersee heißt der.
St. Valentin auf der Heide. So, ich bin da im Burgeis und die Bremsen quietschen. Da ist der Wahnsinn, da geht es so oben her, da muss ich aufpassen, dass die Felgen nicht schmelzen. Musik.
oben am Berg ist das Benediktinerkloster Marienberg. Das höchste Europas. Ich bin in Prat am Stülpserjoch und ja, da gibt es das Stülpserjoch, das ist auch so eine bekannte Radlstrecke, aber nur für Bergsteiger. Mich interessiert sowas überhaupt nicht, da aufgekraxelt. Ja, deswegen fahre ich jetzt weiter Richtung Meran und nicht da rauf. Super, das ist eine Bäckerei, brauche ich was. Juhu! Ja, für die Apfeln bin ich noch zu früh. Die Bäume sind schon da, aber die Äpfel noch nicht.
ist jetzt 6:30 und ich habe noch 2 Kilometer bis zum Campingplatz in Goldrain. Den schauen wir zumindest einmal an. Campingplatz haben wir gefunden. Ich bin da jetzt in Goldrain und habe da meine eigene Parzellen zwischen 2 Wohnwagen. Ich habe schon Zelt aufgebaut. Schön war es heute. Was Ding brauchen wir? Daten. 134,8. Die Höhe interessiert uns, die Höhe. Heute sind wir ja über den Berg gefahren. Ja, heute waren es 1366. Also gestern da von Landsberg runter, das hat schon einiges ausgegeben, die Hügelin. Heute sind wir eigentlich gerade das Inntal aufgefahren und nachher über den Berg nach Nauders. Und dann da über den Reschenpass. Also da war nicht so viel auf und ab, sondern nur mehr auf. Das gibt einiges aus, wenn man nicht dauernd auf und ab fährt. Ja gut, dann würde ich sagen, fahren wir morgen weiter. Morgen geht es Richtung Brixen. Also zuerst einmal mehr ran, putzen, Brixen, da rauf irgendwie. Und nachher werden wir schon gleich wieder ankommen daheim, nicht? Übermorgen sollte er ja daheim sein. Ja, es geht sich schon aus. Ja, passt, dann gehe ich mal wieder duschen, essen, schlafen. Und wir sehen uns morgen wieder. Wieder schauen.